Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich war heute mit Schatzi in der Stadt und wir waren ein bisschen shoppen, ein bisschen klüngeln, ein bisschen Schatzi-Time. Und da war ich bei New Yorker oder wir waren bei New Yorker und haben uns ein paar coole Sachen geholt. Und ihr kennt das vielleicht von meinen anderen Haul-Videos. Eigentlich finde ich nicht so oft Kleidung, wo ich sage, dass ich ganz, ganz viele Sachen behalte, weil ich einen ganz komischen Geschmack habe. Aber ich war bei New Yorker und habe für insgesamt 100 Euro Kleidung gefunden. Ich dachte, okay, mal was gönnen so. Ich habe euch in meiner Instagram-Story gefragt, ob ihr Lust habt auf eine Haul, in der ich euch in einem Video zeige, was ich mir dann alles so bei New Yorker gekauft habe. Und die Mehrzahl war dafür, dass ich dieses Video drehe. Also zeige ich euch jetzt mal, was so bei New Yorker ging. Mann, ey, Diggis, ich habe gerade meine Nägel lackiert. Mann, ey. Und dann habe ich extra gewartet, dass der Nagellack trocknet. Und dann warte ich und dachte, er ist komplett trocken. Das ist irgendwie einer von MAC. Und zwar Style Matters. Matters, keine Ahnung. Und dann dachte ich, der ist trocken. Und dann ist er an sechs Fingern verkackt, ey. Jetzt hat er überall blöde Stellen und das nervt mich voll. Mann, ey, wie findet ihr meinen grünen Nagellack? Ich habe schon meine Instagram-Follower gefragt. Ich weiß noch nicht, ob ich den behalten soll. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil irgendwie fühle ich mich so giftig, grün, komisch. Ich habe auch versucht, irgendwie ein grünes Augen-Make-up ein bisschen zu zaubern, aber irgendwie sehe ich nicht mehr grün aus, sondern als hätte ich ein blaues Auge. Aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn behalten soll. Was denkt ihr? Soll ich grün behalten oder sehe ich komisch aus? Schreibt das gerne in die Kommentare und dann zeige ich euch jetzt mal, was ich so gekauft habe. Als erstes habe ich mir so für 10 Euro Ballerinas gekauft. Die ich werde jetzt nicht anziehen, hammer anstrengend. Ihr wisst, wie Ballerinas aussehen, aber die anderen Sachen zeige ich euch. Und zwar sind das solche und ich finde einfach, die Ballerinas von New Yorker gehen voll klar. Für 10 Euro hast du welche Größe 42, ist immer schwierig. Die halten dann so ein, zwei Sommer aus und dann bist du durch damit. Und ja, ich finde so Ballerinas im Sommer ist immer auf ganz entspannt. Ich habe so auf Schwarz-Gold einfach abgecheckt und das sind meine Ballerinas. Dann für 8 Euro habe ich mir ein T-Shirt gekauft. Das ist das hier, das hat Schatzi ausgesucht. Warte, ich zieh's mal an und zeig euch das. Ja, ihr wisst, normalerweise bin ich ja so ein schwarzer Gangster, ne? Aber irgendwie war ich heute ein bisschen auch farbenfroh unterwegs. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die jeweiligen Sachen findet und weil mich interessiert eure Meinung. Ich freue mich, bei meinem letzten Haul-Video von der Zalando Haul habt ihr 300 Kommentare gemacht. Ich habe mich mega gefreut, dass ihr euch so fleißig beteiligt habt, so wie ihr die Sachen fandet, dies, das. Die habe ich jetzt alle gekauft, die werde ich alle behalten, aber erzählt mir trotzdem so, ne? Guck mal, Schatzi hat mir das gekauft, seht ihr das ausreichend? Ja, ne? Muss ich extra nochmal aufstehen. So ein bisschen aufkaschierend, fand ich ganz entspannt. Es hat so Risse. Hier siehst du ein bisschen Risse. Hier siehst du Risse. Hat es noch irgendwo Risse? Ja, hier. Auf Risse ohne Form halt, keine Ahnung. So einen auf, ja, ich war in der Schießerei, aber ich habe gewonnen. Das sind die Spuren mäßig. Und Schatzi fand das ganz schön. Und wenn Schatzi etwas ganz schön findet, dann normal finde ich das dann auch schon meistens hübsch. Außer er findet jetzt was ganz, ganz Komisches hübsch. Also, aber natürlich will man seinem Schatzi auch gefallen. Ne? Und er hat eigentlich einen coolen Geschmack. Ich dachte so, testest du mal ein weißes T-Shirt. Ist halt immer schwierig, mit so einem Bauch hier ein T-Shirt zu finden, was nicht total doof aussieht. Viele T-Shirts sahen ganz komisch aus und haben ja meine Problemzonen so ganz komisch, wie heißt das, betont. Aber das fand ich ganz entspannt für 8 Euro. Siehst du aus wie so ein kleiner, verwegener, gefährlicher Gangster. Und ja, das ist das, was Schatzi ausgesucht hat. Eins hat er auch ausgesucht. Für 7 Euro hat Schatzi das hier noch rausgesucht. Ich habe ganz, ganz viele Sachen anprobiert. Aber viele sahen halt echt doof aus. Ich dachte, ich mache mal auf weißer Gangster. So sieht das aus. Das ist schon fast... Jetzt habe ich da einen Fussel. Mann, ist das schwer, einen Fussel wegzukriegen, weil ich darf nicht so machen, sonst seht ihr mein Doppelkinn. Ist er weg? Ja, auf jeden. Das ist so, ja, ich finde, das ist fast schon wie bei einem Jungen. Das sieht so Jungs-T-Shirt-mäßig aus, aber ich dachte trotzdem so ein bisschen auf entspannt, wenn ich mal so einen lässigen Look habe oder so. Kann man das vielleicht tragen? So sieht das von vorne aus. So von der Seite und das hat ja so einen komischen hinten lang, hier kurz, vorne lang. Keine Ahnung, einen auf den. Das Problem ist, Diggis, dass ich nie weiße Wäsche wasche. Ich traue mich nicht, weil wann immer ich in meinem Leben weiße Wäsche gewaschen habe, habe ich es verkackt. Schreibt mal, falls ihr Waschgangster seid, bitte in die Kommentare, auch wie viel Grad wascht ihr sie, was mischt ihr miteinander. Das ist ja jetzt zum Beispiel schwarz, kann ich das mit dem anderen komplett weißen mischen? Was ist, wenn ich was Weißes habe, was mit Schwarzes, mit Rotes, keine Ahnung. So, wenn ich mal ganz selten weiße Wäsche habe oder Schatzis Sachen, gebe ich die meiner Schwiegermutter bzw. lege sie hin, dass sie das bei ihrer weißen Wäsche mit wäscht. Der Deutschlernen ist ganz oben auf meiner Liste. Also da bin ich jetzt, na, das wird noch eine Challenge so, ne? Ich bin zwar ein kleiner Hausfrauengangster und so, aber weiße Wäsche, das ist so wie rückwärts einparken.
Na, das ist noch nicht mein Gebiet, da traue ich mich noch nicht richtig ran, aber jetzt habe ich schon zwei weiße Sachen. Schauen wir mal, wie es laufen wird. Dann habe ich mir so eine Art Kleidchen ausgesucht. Das ist so, es hat hinten so einen ganz, wie heißt das, so einen großen Rückenausschnitt. Ja, ich trage ja eh immer einen Top drunter, also ist das nicht unbedingt relevant mit dem Rücken. Aber das habe ich ausgesucht, 13 € hat das gekostet. Ich glaube, das kann man so ein bisschen schick kombinieren. Erstens ist es kaschierend so, das mag ich. Das ist mir auch wichtig so, ne? Ich mag jetzt nicht, wenn ich jetzt was ganz Enges habe, wenn man dann sieht, dass ich so Röllchen habe, so, was soll ich machen? Und das fand ich ganz entspannt, so auf lässig, auf chillig. So sieht das nochmal aus. So ein bisschen, ja, unten liegen die ganzen Sachen, die probiere ich ja jetzt an. Aber ich dachte, so für 13 € hast du so einen entspannten Stoff, kannst du einen auf T-Shirt-Gangster machen, kannst du als elegantes Kleidchen kombinieren, vielleicht mit einer schönen Kette, mit einem Taillengürtel. Deswegen habe ich mir das hier ausgesucht. Ich dachte, so ein bisschen auf lässig, bisschen auf entspannt, auf schwarz und. Ja, Mann, weil bei H&M habt ihr wahrscheinlich schon im anderen H&M-Video gesehen, so habe ich auch viele schwarze Kleider probiert und entweder sie waren zu eng oder das war so ein Stoff, wo man das sofort riecht, wenn man schwitzt und so. Und das ist für 13 € entspannter Stoff, kaschiert, sitzt chillig, kannst du auf lässig machen, machst einen auf lässig. Oder machst du einen auf elegant, so mit Kettchen und so. Ja, schwarzes Kleidchen für 13 €. Dann habe ich mir ein Oberteil gekauft, wo ich wirklich unsicher bin für 10 €. So, guck mal, so mit Blumenmuster. Oh Mann, ich habe es auch ein bisschen als Motivation genommen, so Diggis, ne? Ihr wisst, ich habe im letzten Jahr 10 Kilo zugenommen. 12 Kilo. Und ja, Sommer kommt und ich finde es nicht mehr so nice. So, ne? Also, ich finde es, weiß ich nicht, ich finde mich jetzt nicht super kacke, aber manchmal nervt es halt schon, so, ne? Weil es ist ja wirklich schon übergewichtig. So, ihr wisst, ich trage Größe 42, 44. Und manchmal so, wenn du 12 Kilo zunimmst, Diggi, du merkst das schon an der Kondition. Und normal siehst du anders aus als mit 12 Kilo weniger. Ja, Sommer kommt und ich dachte, ich mache so ein bisschen mich mal gesünder ernähren. Nicht auf krass Diät, weil Diät ist hammerdumm. Sondern, na, ihr wisst, manchmal habe ich voll den komischen Lebensstil, was Essen angeht, so, ne? Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm, morgens Schokolade zu essen, aber es gibt Wochen, da esse ich nichts außer Fastfood, Fertigpizza, Schokolade, Naschkram, Chips. Und normal siehst du das irgendwann in einer Figur, so, ne? Manche denken, dass ich jeden Tag Ofenkäse esse. Ich esse nicht mal einmal im Monat Ofenkäse, Diggis, so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich esse den meistens, wenn Schnuppi, meine kleine Schwester, bei mir ist. Und das Ding ist einfach, ich habe das genommen, weil ich. Weiß nicht, ich habe ein paar neue Sachen ausgetestet, so. Guck mal, und ich finde, Digis, ich finde, dass das echt schön aussieht. Erstens, ich finde, dass mir dieses Blumenzeug steht, so, ne? So, ich bin gespannt, was ihr denkt. So, das hat was Weibliches und ich finde, das hier ist so ein bisschen auf sexy. Also, ich habe noch nie so ein Oberteil anprobiert, heute das erste Mal. Und dachte so, tschüss, Digi, Blumen können dir gut stehen. Dieser Bereich ist der vorteilhafte Bereich. Jetzt kommt das kleine Problemchen, aber ich dachte, ich kaufe es mir trotzdem. Vielleicht so ein bisschen als Motivation. Ja, warte. Ja. Das ist halt auch so ein Stoff, der deinen, wenn du jetzt zum Beispiel Bauch so ein bisschen auf Problemzone hast, der das so, der das so, wie heißt das, betont. Und ja, es sieht halt von vorne echt so aus, so. Hier schwappt es ein bisschen über. Ich muss realistisch bleiben. Ich kann ja euch jetzt nicht anlügen und sagen, ich habe ein Sixpack, so sieht man ja auch. Das stört mich so ein bisschen an dem Oberteil. Und von der Seite, finde ich, betont er den Bauch echt schon. Ich habe vorhin Salat gegessen, ne? Vielleicht sieht er deswegen so aus. Normal, er ist bestimmt ein bisschen schlanker. Wenn Schatzi mich manchmal fragt, so ob ich zugenommen habe oder sowas, ne, sag ich so, nee, ich habe nur Luft im Bauch, einen auf den. Ich habe seit 2 Jahren nur Luft im Bauch. Auf jeden Fall stört mich das noch ein bisschen. Guck mal, so, wenn man es nur bis hier sieht, finde ich es echt schön. Ich weiß nicht, ob man einen Rock drüber ziehen kann, dass es ein bisschen kaschiert, aber das Oberteil, ich habe auch andere viele Oberteile, die eng sind, aber das betont das schon sehr. Und das finde ich irgendwie störend. Ich nehme es ein bisschen als Motivation. Ich krieg's auch kaschiert, mach's halt einen Cardigan drüber oder ein Röckchen. Aber ich war sehr überrascht, wie mir sowas steht, weil mit den roten Haaren ist immer schwierig. Ja, was kann man anziehen, was nicht? Und ich trage immer schwarz und ich fühle mich manchmal so langweilig, wisst ihr? Ich meine, ich habe rote Haare, aber die habe ich jetzt auch seit 2 Jahren oder so. Weiß nicht, manchmal fühle ich mich so langweilig. Ich weiß dann aber auch nicht, was ich kaufen kann, was mir steht und bla. Manche Frauen können das hammerkrass, so weißt du, ich kenne eine Frau, die wiegt 120 Kilo. Diggis, die ist so krass. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Gewicht ist relevant, so, ne? Aber viele würden sagen, oh, 120 Kilo, da kann man nicht krass aussehen, normal. Die sieht tausendmal krasser aus als ich, so mit Accessoires, mit Kleidung, die zu ihr passt. Und jede Körperform hat ja eine andere Kleidung, die dazu passt, so. Und ich bin da nicht so gut drin,
zu kombinieren, muss ich sagen. Also Accessoires und Kleidung zu kombinieren zu meiner Körperform, so dass ich mich wohlfühle, so dass es gut aussieht. Ich meine, das Wichtigste ist, dass man sich selber wohlfühlt. Und weiß nicht, ich fand das auf jeden Fall schick, um jetzt kein großes Tamtam zu machen. Aber ich werde hier nochmal, guck mal, ist ja ein Unterschied, ob du es so machst oder so. Ich meine, ich will nicht so einen flachen Bauch, aber so einen kleinen, süßen Bauchi. Ich muss mal gucken, aber das ist auf jeden Fall das Oberteil. Dann nochmal für 10 Euro. Ich war nämlich richtig auf einem Blumentrip, habe ich mir noch ein Blumenoberteil gekauft. Guck mal, andere, ich kenne keine YouTuberin, die so ihre Haul machen würde, so, ne, so mit Bauch und dies und... Aber ich weiß nicht, also ich gucke jetzt auch nicht so viele YouTube-Videos, ne. Die meisten Großen sind ja auch wirklich so nicht perfekt, aber die wirken immer so perfekt, so, ne, so... Körper, so wie die Medien sagen, dass es sein muss, dies, freundlich, gut gelaunt, nix Probleme, bla und ja, aber ich glaube, jeder Mensch hat so seine Gedanken, seine Problemzonen, seine, was weiß ich, Vor- und Nachteile, ne? Aber ich will halt ehrlich zu euch sein, ich erzähle euch das so, wie ich das dachte, bla bla bla. Guck mal, das ist auf jeden Fall das andere Blumenoberteil, das ist hier vorne so mit Blümchen. So sieht das von der Seite aus. Hinten ist es komplett schwarz. Das fand ich auch ganz schick. So ein bisschen auch auf kaschieren, ein bisschen auf locker, ein bisschen auf sommerlich. Ich finde, das ist auch ein hübsches Oberteil. Ich war echt überrascht, dass mir Blumen so doll stehen. Ne? Ich denke so, ich bin der Flower Gangster. Was los? Ja, das ist so. Ich finde, solche Blumensachen können schnell so einen Touch haben von altmodisch, Oma-Style. Ich meine, ich habe ganz viel Oma-Klamotten, so, ne, Wollkragen, so Wollpullover, dies, das. Ich sehe manchmal echt Oma-mäßig aus. Aber. Ja, ich freue mich voll, weil ich halt mal was Neues probiert habe und auch so viele Sachen gefunden habe, ne? So, jetzt kommt das nächste. Guck mal, da habe ich mir so einen Blazer gekauft für 25 Euro. Das Ding ist, ich habe sehr, sehr viele Cardigans und so ein Kram, aber nicht so richtig, was man drunter trägt. So, ne, das ist halt das Ding. Und ich dachte, ich kann den auch so als Cardigan benutzen. So, 25 Euro, ja... Ja, er ist ein bisschen eng hinten. Alle Sachen, die ich gekauft habe, sind übrigens in Größe XL so. Aber so auf elegant. Guck mal, so sieht er aus. Von hinten hat hier so eine... Wo ist sie? So eine Herzchentasche. Bisschen auf süß und romantisch. Und ich dachte, kannst du vielleicht cool kombinieren. Kannst du so ein Gürtelchen drüber ziehen auf professioneller Gangster. Kannst du so auf lässiger Gangster machen. Deswegen habe ich mir den geholt, weil ich dachte, das ist so eine Mischung aus Blazer. Ich habe Blazer, aber ich ziehe die eigentlich nie an so, ne? Weil ich bin jetzt auch nicht so... professionell, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, ihr wisst, was ich meine, so, ne, ich habe Blazer, aber irgendwie, und das war so eine Mischung aus Cardigan und Blazer, auch sehr, sehr gemütlich, wäre noch ein bisschen größer, hätte ich mich gefreut, aber auch hier so, ne, ich finde, das macht so einen eleganten, entspannten Eindruck. Und als letztes habe ich mir für 10 Euro so ein Oberteil gekauft, auch ein bisschen auf kaschierend, auf entspannt, so mit den Ärmeln, das ist ein sehr, sehr angenehmer Stoff. Und oben kannst du halt gucken, kannst du jetzt zum Beispiel, oh Gott, kannst du jetzt einen auf den machen, so auf französisches, verwegenes Mädchen, keine Ahnung. Kannst du halt so ein bisschen so mittelmäßig machen, kannst du über eine Seite, was weiß ich, ist halt vielseitig. Ja, das Ding ist, mich stört das ein bisschen, dass es hier so an der Seite absteht. Seht ihr das? Ja, normal, ihr seht das. Das stört mich so ein bisschen. Aber trotzdem fand ich, war das ein schönes Oberteil für den Sommer. So für 10 Euro kannst du vielleicht zum Feiern anziehen in der schönen Sommernacht, wenn du zu deiner Schwiegeroma fährst. Deswegen habe ich das hier ausgesucht. Und ich muss sagen, guck mal, wie viele Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Teile für knapp 100 Euro. Ja, ist okay so, ne? Preis-Leistungs-Verhältnis geht günstiger, geht auch teurer, um einiges. Also deswegen, weil ihr wisst, ich kaufe die meiste Kleidung von mir auf dem Flohmarkt, aber jetzt in den letzten Monaten auf heftiger Winter war ich nicht auf dem Flohmarkt, ne? Sind auch wenige. Da habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich überhaupt was finde und dann nicht so viel und dann bei New Yorker. Aber ich bin richtig gut gelaunt, weil ich... halt, erstens mache ich gleich ein Video, in dem ich meine Zuschauer anrufe. Darauf freue ich mich mega doll. Ich bin auch sehr, sehr nervös, so die kennenzulernen, weißt du, so. Deswegen bin ich auch ein bisschen hibbelig. Merkt ihr, normal, ihr kennt mich. Ja, und ich freue mich halt, dass ich mal ein paar andere Sachen... Ah, Digis, warte, ich habe was vergessen. Dass ich ein paar andere Sachen ausprobiert habe. Jetzt kommt das letzte Oberteil. Ich sehe das gerade. Moment. Oh Mann, für 7 Euro habe ich mir einen Top gekauft in so einer funky Farbe. Ich habe ganz verrückte Farben probiert. Rosa, Pink. Manchmal beißt es sich mit meinen Haaren, aber weißt du was? Ich denke mir so, egal, Hauptsache ich finde es hübsch. Guck mal, für 7 Euro waren das, glaube ich. Habe ich mir so ein Oberteilchen gekauft. Hinten ein bisschen auf lang, vorne ein bisschen auf kurz, hier einen auf den. Ja, so eine ganz krasse Farbe. Ich hätte gerne einen Lippenstift in der Farbe.
Das ist das letzte Oberteil, was ich mir gekauft habe. Ist auch gut für die Abschlussrede. Ich bin auf jeden Fall echt, ich finde es super cool, dass ich so vieles gefunden habe und mal was anderes probiert habe. Ihr wisst, ich bin Schisser. Ich traue mich nicht so oft, neue Sachen zu probieren. Aber es wird immer besser. Und jetzt habe ich ein paar Sachen, die nicht nur komplett schwarz sind und nicht nur mein alter Kleiderschrank. Das ist manchmal so nervig, wenn man jahrelang fast nur dieselbe Kleidung hat. Und so ist es bei mir, weil ich nicht so viel Wert drauf lege. Aber ja, jetzt bin ich ein weißer, pinker Gangster. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr die einzelnen Sachen findet und so. Ich finde das super cool, dass ihr so fleißig am Kommentieren seid. Und erstens supportet ihr mich dadurch, so jeder Kommentar macht ein Video so, dass mehr Leute es sehen. Also es ist Support für mich. Und zweitens interessiert mich eure Meinung so. Naja, so wie bei Freunden halt. So normal frage ich euch, zeige ich euch das. Jetzt habe ich schon gekauft, aber mich interessiert, was ihr so denkt. Ja, Diggis, ich muss jetzt aufhören. Ich muss nämlich bald meine Follower anrufen für mein Video, in dem ich sie anrufe. Ich freue mich richtig doll. Ich finde es übrigens super cool, dass euch meine Hauls gefallen. So Kleidungshauls, sei es dieses Format, was ich mir überlegt habe, so wo ich mit euch gemeinsam gucke, was ich behalte und was nicht. Oder so Hauls, wo ich euch zeige, was ich schon gekauft habe. Das freut mich, dass es gut bei euch ankommt, so, weil mir ist das natürlich wichtig, dass euch mein Content gefällt. So. Ich mache zwar nur Sachen, auf die ich Lust habe und die mir Spaß machen, aber natürlich soll es euch auch gefallen, so, weil ihr seid so meine Community, meine Follower, die hinter mir stehen und so normal. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.